Den Schuh halte ich mir. Nein, die Blue! Nein, was? Nein! Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Lounge. Ja, wir starten heute mit 5015 MR Tier CED mal wieder. Etwas gedroppt seit dem letzten Mal. Wieder hochgekommen bis zu 5000. Ich war schon in Silber 1 Bruch. Aber jetzt wollen wir uns hier natürlich in CD beweisen und endlich mal aus dem Potte kommen. Raus aus dem Bruch. Rein in Gold. Vielleicht schaffen wir es ja heute. Entspannter MKS-Pick. Ja. Und hab ein bisschen Squad Q gespielt. Ein paar Mogis so. Aber ja, war jetzt nicht wirklich Sehenswertes dabei. Ich hoffe, bei dem hier ist jetzt endlich mal ordentlich Action. Action vom Flexion unterwegs. Und ja. Wir werden vielleicht auch ein bisschen noch über anderes Zeug quatschen, aber auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, ne, ist ein cooles Format hier. Könnt ihr viel mitlernen, könnt ihr gucken, könnt ihr mitdiskutieren, ob was richtige Plays waren oder was nicht. Bitte immer respektvoll bleiben. Das wäre ich euch sehr verbunden. Auch wenn ich sauer werde über etwas, was offensichtlicher Fehler war. Und ich denke, es ist einfach nur Unglück. Das kann mal passieren. Aber ja, ich habe gehofft, dass keine Strecke kommt, wo man gute Driving haben muss. Aber hier muss man natürlich dann den NISC schaffen, ne? Ja, aber das Driving ist relativ easy zum Glück auf der Map. Also können wir uns hier einspielen. Ich bin nicht warm gefahren, gar nicht. Ich hoffe mal, dass hier wird was. Tech Y, 2v2. Mein Mate ist hoffentlich auch am Start und hat Bock zu gewinnen. Ich glaube, Jack ist mein Mate. Der auf 1 gerade. Er hat noch nicht das Y drin. Ich habe mich natürlich nach dem Ant-Man Bösewicht Yellow Jacket benannt. Wenn ich schon mit Jack im Team bin, nehme ich mich mit Tag Y Yellow Jack. Oh mein Gott, das ist mein Mate, das ist mein Mate, das ist mein Mate. Das wäre Mate. Hier rein! Oh! Mein Mate ist hinter mir? Ja, okay. Den hab ich nicht gesehen, der war im toten Winkel. Digga, diese Green wirklich, die hat mich so genervt und so abgelenkt. Egal. So, wir sehen den mit dem Stadium-Schuh. Also, ich sehe noch keinen Schock. Das passt erstmal. Vielleicht können wir Bill pullen. Die Extension usen, obwohl so weit bin ich jetzt doch noch nicht weg, dass ich hier ein Bild holen kann. Ein Star hinter mir. Ja. Dieser Star ist halt, dieser Cut ist halt wesentlich einfacher zu nehmen, wenn man im Star ist. Auch hier ein Set, ich habe auch keinen Bock, dass er mich wegstart irgendwie. Ein Schock? Nö. Okay. Ja, letzte Runde müssen wir uns jetzt nach vorne kämpfen. Ich gehe jetzt auch nicht auf Coins hier am Anfang. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie nach vorne komme. Aber ich muss den Star auf jeden Fall erstmal noch nicht usen. Werde ihn auch hier noch halten. Und probieren nächstes Set ordentlich was zu pullen. Sehr gut. Digga, der hat nicht ernsthaft eine Red hinter mir. Dieser dumme Freak. Hier, komm. Nee, so nicht. Der ist nicht mein Scooty-Mate hinten. Ey, der hat ja jetzt nicht ernsthaft eine Red auf Lars. Alles noch probiert. Okay, Jack 5. Nice. Ist schon mal besser als eine Bottom 2. Wie beim letzten Mal. Da können wir was draus machen aus 15. Jack ist Dolphin Shoals-Fan. Und dafür, Jack, danke. Ich liebe Dolphin Shoals und dass du die pickst, macht mich glücklich als Mate. Ne, ich hatte schon Mates, die picken irgendwie Rainbow Road. Rainbow Road 64 und da... Also wenn ihr mit mir N64 Rainbow Road pickt, erwartet nichts von mir. Ah, es kommt direkt zweites Race. RWS, ich will irgendwas Entspanntes erstmal fahren. RWS ist so auf Krampf nach vorne preschen. Naja. Vielleicht komme ich hier irgendwie schnell
Auf die 2 oder so. Komm zumindest mal ein Set. Und ein Shroom, das ist gut. Gut, Jack, wenn der anfängt zu trailen, du bist ganz schön nah an der Sonne, Mate. Aber, ach, der Stubble war noch da. Ja, da war die Sonne. Armer Jack. So. Leider etwas gebumpt worden aus der Line. Oh, der hat mir direkt hinter mir. War vorbei, Bro. Lass mich in Ruhe. Nice, das Double. Triple Shrooms ist ganz okay. Wenn ich jetzt nicht geradet werde. Nee, ich werde nicht geradet, okay. Ich hatte jetzt gewartet, dass ich geradet werde, aber die ging gar nicht auf mich. Okay. 5 Coins auf 6. Er hat einen Rang, der wird sich aber eher auf die Leute vor ihm konzentrieren. Der wurde jetzt weggetrailed, das passt. Der wurde weggehornt. Das ist eigentlich ganz gut für mich, das Setup. Weil die killen sich... Oh, ja, okay, Bro. Gut, dass wir das geklärt haben unter uns. Was auch immer sein Problem war, aber okay. Geh auf mich? Nee. Heißt, ich würde mir das, glaube ich, einfach halten. Und meine Line halten. Die Banana. Ich halte mir das und schwimme mit den Greens jetzt in die Reihen. Ihr Frechdechse, ihr. Denkt, ihr könnt irgendwas. Steuerhinterzieher. Ich halte mir das jetzt. Bitte, mir hat auch Triple Greens. Passt. Ich habe eine Planta, die ist eigentlich ganz nice, aber ich habe keinen Bock, dass er irgendwie Reds hinter mir hat. Nice. Ich habe nochmal Triple Greens, das ist gut. Oh mein Gott, nicht mit der Blue hitten lassen. Nice. Die Nana, die Nana, die Nana. Holy shit. Wie Shrooms? Ja, hol ich. Vielleicht war das gar nicht mal so smart. Ich bekomme hier keinen Spot mehr, aber okay. Passt. Zweiter. Nice, nice. Gut gespielt. Denke ich mal. Hätte wahrscheinlich besser sein können, aber ich habe da jetzt nicht auf dem Shroom gegambelt. 2-5. Nice, Jack. Jack ist ein guter Mate, ich hab das im Gefühl. Ich hab's im Gefühl, Jack, du bist Bombe. Und weil Jack Dolphin Scholz mag, picken wir es doch jetzt auch gerne für ihn. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, ob ich das Ganze hier wirklich noch als Videoserie weitermachen will. Und ich lieber andere Videos hochlade. Aber, ja, also ich werde wahrscheinlich auch damit anfangen, das zu streamen. Launch Matches, einfach weil es dann schneller vonstatten geht und so Videos sind halt immer so... Bisschen so ein Mehraufwand, während ihr das gleiche seht, wie wenn ihr mir einfach in einem Stream zuschaut. Einfach entspannt. Und im Stream kann man einfach mehr Matches so abwickeln, sage ich mal. Als so in so Videoformat. Und ich schätze mal, darauf wird es hinauslaufen. Dass wir das in beiden Formaten machen. Jack hat Bock. Und dafür mag ich Jack. Yeah. Jack ist einfach insane. Ich weiß nicht, was alle denken, aber ich habe einfach den besten Mate gekriegt. Wir sind sogar lowest, aber Jack, der ist jemand. Wollte vor den mit dem Shroom, weil der hinter mir eine Red hatte. Und ich habe meine 2 Shrooms gewastet. So, die Triple Nanas machen mir ein bisschen Angst. Aber gut, die projecten Jack ganz gut. Und dem Typen, der hier vorgeschroomt kommt, oder was weiß ich. Guck mal, du kannst... ich wollte den anderen redden. Hä? Die war gar nicht da, wo ich war. Egal. Den Red? Ja, Green. Ich war hier links lang. Ich muss sonst versuchen, mich irgendwie zu killen. Ich hab keinen Bock drauf. Ich brauche auf jeden Fall Coins und jetzt gute Items. Auf 8 kannst du knicken, dass ich mir die nehme. Goldie, spam ich durch. Den Star... Wahrscheinlich ein Set. Nice. Oh, nice, 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 let's go. Nice, 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 nice. Nein, Jake! Jake! Der Triple Greens. Oh mein Gott, die liegt natürlich genau da, Digga. Oh, Jack. Drauf dich.
Jack! Warum? Naja. Jack ist ein Guter. Der entschuldigt sich auch direkt. Hey, die Picks wieder on point von Jack. Also wirklich. On point. Wir sind einfach verbunden, Digga. Grumble ist ein super Pick. Da hat er auch einfach den richtigen Riecher. Oder wir fahren direkt Gorge. Heilige Scheiße, okay. Ja, Gorge ist immer so. Lap 2 kommt meistens ein Schock und wer da dodgt, der hat gewonnen. Wenn du nicht dodgst, hast du trotzdem Shrooms für den... Shrooms! Nee, so, man sagt ja Shrooms, laut Maxim. Grüße gehen raus an ihn. Mit den Shrooms kann man dann schön Gap jumpen. Oder die Leute haben gar keinen Bock, irgendwie zu fahren. Deswegen gehe ich auf die Coins. Ich habe keinen Bock, auf 1 zu runnen. Was bringt mir das? Ich pull keine Shrooms auf 1. Ich brauche Shrooms. Jack, du geile Sau. Guck mal, den hier. Den ehrlich weg. Oder auch nicht. Oder doch? Oh, ich krieg kein Item. Jack, warum? Oh, Jack. Hey, Jack hat eine Red. Eine Bombe. Ja, play sich einfach. Hier, bumm. Nice, Jack. Bitte Protection. Ich pull keine Schön. Aber gut, ich wollte auch Protection. Okay, nice, ein Schwimm. Go, Jack! Den Schwimm halte ich mir. Nein, die Blue! Nein, was? LOL! Wie geil! Oh mein Gott! Was? Okay. Die Runde hat sich ganz schnell gewendet. Ich dachte jetzt so, scheiße, ich bin so tot. Vierter. Ich glaube, Jack wurde ganz schön mies gekillt davon. Würde nicht wundern, wenn er last ist. Ne, 10. Okay. Hat's noch gerade gebogen. Go, Jack. Wir schaffen das. Junge, ey, wie die Blue mich runterhittet. Und ich dodge. Junge, ey, das habe ich auch noch nie gesehen. Wirklich, also. Haupi-Aura oder sowas. Gut, das war jetzt nicht der unwahrscheinlichste Spot, wo ein Schock kommt. Der wurde wahrscheinlich in das Set da gechained. Oder ins erste. Die ersten beiden Sets sind ja relativ nah aneinander. Dazwischen ist ja nur eine Brücke und ein Super Bounce. Und dann ist schon das nächste Set. Okay, der kann nicht trainen, weil das sein Mate ist. War so slow. Jack, warum? Warum nimmst du das Single? Hilfe. Die Coins. Die Achte. Acht will ich eigentlich keine Box. Hier, komm, fahr vorbei. Okay. Dann halt nicht, Bro. Wo warst du bitte? Okay, nice Triple Shroom. So, die use ich jetzt nicht. Ich will hier eine Box auf 9 eigentlich. Aber okay, Bro. Halt an mit deiner Green. Mann, Digga, was passiert denn das Race? Warum hält der an, Mann? Das ist doch nicht das Tier dafür. Okay, ich mach's auch in dem Tier, aber... Mama. Dass er mich danach greent, muss er nicht sein. Bro, bitte, welches Item gehst du? Hab ich die Blue geklaut, das ist gut. Bitte irgendwas Gutes. Wahrscheinlich, was ist das Horn von meinem Mate? Wenn der Typ Schock gepult hat, würde den wahrscheinlich spammen.
Aber ich sehe ihn noch nicht. Er hat den Ghost. Digga, warum stehst du da mit deiner Scheißpflanze, Mann? Mann. Na gut, 10. oder 11. ist halt auch... Oh, Jack. Weißt du, Digga. Oh, ich liebe dich. So, wir kriegen sogar Hyrule für Jack. Go, Jack, ich sehe dich hier auf 1 durchrun, wirklich. Bester Mate. Bester Mate. Den ich hätte kriegen können. Legende, der Typ. Immer nach oben. Eine Coin ist einfach nie weg. Nimm die immer. Eine Coin ist nie weg. Wirklich nie. Oder was machst du mit deiner Scheiß-Red? Genau. Ält euch mal gegenseitig mit euren Reds. Ja, der eine trailt schon. Ja, oh Gott. Die killen sich alle gleich mit ihren Reds. Pass auf, jetzt kommen sie hier zusammen. Oh, die Red ist nicht weg. War mir klar, dass die für mich geht, deswegen habe ich meinen Schwung nicht used. Dann ist direkt wieder alle Coins gekriegt, ist gut. Triple Shrooms auf 6 nehme ich. Ich will hier schon cutten, Set holen. Ich will sogar nochmal cutten, mache ich aber nicht. Wieso schwimmt der vor, wenn der vor ihm trailt, Bro? Bist du Lebensmüde? Ja, die wird geworfen auf den Typen mit Triple Green. Onplay. Ich weiß nicht, ob ich damit auf 1 gehen soll oder auf Jack da vorne ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mach das mal, weil der Typ mit den Triple Games mich abfuckt. Das ist Jack auf 1, okay. Nein, Jack! Jack! Oh mein Gott, die Greens. Oh mein Gott, let's go! Oh, wieso kommt da einer mit dem Star? Jack ist... rausgerettet worden, weil der Typ einfach seine Red schmeißt. Okay. Digga, Bro, was macht der Typ? Jack! Vierter. Okay, Exile bald. Ey, Junge, das tut so, hat so weh getan, Jack da sterben zu sehen, Alter. Der hat das eigentlich so gut gemacht. Eine Coin. Wo sind die Coins denn? Hey, Digga! Was wäre nicht passiert, wenn ich in Ward wäre? Egal. Jetzt bin ich aber in einer Bad Position. Ich kann nicht mehr wirklich anhalten, weil es zu spät im Race ist. Aber wenn man backt, dann sollte man am früh wie möglich damit anfangen. Weil ansonsten lohnt es nicht mehr, jetzt hier anzufangen. Okay, nice Pull. Fahr vorbei mit deiner Pflanze, bitte. Den chain ich hier direkt. Der hat einen Ghost. Nice, nochmal ein Star. Die Nana, ich kannte ihn nicht mehr avoiden. Keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt. Holy shit. Okay, nochmal ein ganz guter Pull, aber ich habe halt 0 Coins. Die mühen sich hier irgendwie mit ihren Tricks ab. Nix da. Einer in den Star und an der Seite langfahren.
Fuck, ey, 0 Coins. So mein Downfall, das Race, Alter, dass ich 0 Coins hab. Lost! Ah, Jack in meinen Vierter. Aber ich hab's leider abgekriegt, das Race. Ah, ich hätte früher anfangen sollen zu backen. Ganz klar. Das Race war mein Bad. Ich hatte am Ende keine Coins. Ich hatte, glaube ich, nie über 5 Coins oder so. Das war nicht gut. Aber ich bin auch nicht so gut auf Excitebike, irgendwie Coins zu kriegen oder sowas. Du brauchst halt wirklich Coins auf dieser Map. Sonst bist du verloren. Okay, MKS, Leute. Ihr wisst, was MKS bedeutet. Snowflakes weiß auch Bescheid. So, Snowflakes, du holst jetzt einen Schock und ich dodge den, ja? Habe ich so verstanden an deinem... an deinem Move? Okay, groß ist ganz okay. Keine Coin gekriegt. Bet me, komm, bet me. Ah. Okay, den Start change ich nochmal ins Last Set. Dann mache ich... Digga! Jetzt kann noch keiner Schock haben. Okay. Goldi kann weg. Wir machen den schon mal an. Wir werden eh jetzt nur noch mit Boost-Items fahren. Shit, das ist ein schlechter Pull. Wir hatten Goldi. Ich fahre in die Röhre rein. Okay, nice. Mein Gott, er spawnt vor mir und nimmt mir das Double weg, Digga. Mann. So, ah. Okay. Er boostet mich mit seinem Schwung. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Jack hat ein Bild, ist gut. Go, Jack. Ich fasse es nicht, dass der eine Typ mich da... Wirklich, ich will stehen bleiben. Ich probiere alles, damit ich stehen bleiben kann. Aber ich darf es nicht, weil mich irgendjemand mit seinem Shroom vorboostet. Shroom, Shroom. Mann. Okay, aber es geht alles noch. Also, es ist halt wirklich alles so close. Komm, jetzt hier dickes Race auf Kumu Weide und dann... Und dann geht's wieder ab, ey. Punkte sind alle super close. Genau, gibt man Draft. Ich hab alle. Alle Reds, Digga, holy shit. Alle Jump Shrooms. Was hat denn Nana? Leider den SMT gekriegt. Die Kühe stehen verdammt behindert, holy shit. Irgendwelche Leute werden Shroom, hundertprozentig. Bro. Bisschen zu Potte kommen. Gar keinen Bock auf den Rang. Danke für den Long Throw. Jack, 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 Jack! Jack, klaut meine Box! Nein, 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 nein! Red is space, wenn du rennen willst. Hat hinter mir. Hat ein Horn. Okay. Second. Oh, dass Jack da noch gehittet wurde, war unlucky. Nein, auf 9. Nein, Jack. Ah, schade.
Schade, schade, schade. Das hätte unser Race sein können mit der 2-3. Ich hatte so Schiss, als ich da im Offroad gelandet bin, dass der Typ mich noch umhaut, ey, heilige Scheiße. Ich dachte, jetzt habe ich Mist gebaut. Aber naja, auch keine Box gekriegt beim letzten Set, weil ich natürlich wieder aufs Falsche gegangen bin. Aber die Nana hat mich verwirrt vor dem Double. Da wollte ich dann nicht mehr aufs Double gehen. Und ja, bin halt auf ein mittleres Item gegangen und das war halt das, wo Jack reingeschoomt ist. Das ist auch gar nicht sein Fehler, also kann man ihm auch gar nicht vorhalten. Aber ja. Der arme Typ, ey. Und natürlich die Second Place Coin, ganz klar. Kein Draft, gar nichts. Nischt. Es können doch jetzt endlich mal einen. Nö. Nö, das Game will mir keinen Draft geben. Okay. Gut, machen wir so. Oder wie? Also was macht ihr, Jungs? Ja, nice. Coin hier, wenn sie da ist. Nee, okay. Neu. Der ist sauer. Der ist auch sauer. Der mehr Shrooms ist gut. Bevor mehr Triple Gains, auf die muss ich aufpassen. Nehmen wir White, was der Bag. Ah, hinterm Set. Fühle ich jetzt nicht so, bin ich ehrlich. Aber komm, ordentlich Coin-Input. Wir können den Star vorbeilassen. Jack! Jack, du geile Sau! Okay. Jack ist gedodged. Das ist ganz wichtig. Oder hat ihn geused, weiß ich nicht. Ja, sein. Das Tight-Set. Blue kommt. Die Nana macht mir ein bisschen. Nein, Jack! Wieso wird Jack geblut? Scheiße. Jack ist hinter mir. Der Jack hört mich, der Jack hört mich mit seiner Nana. Nein! Nein! Oh mein Gott! Habe ich Jack gehittet? Ach, scheiße, Mann. Einfach Line gefailt, Mate mit gehornt, Digga. Oh Gott. Oh Gott, zum Glück ist der so nett, der Typ, ey. Bin trotzdem der Meinung, das war der beste Mate, den ich hätte kriegen können. Ja, danke für die Spam Red Impact. Die mal wieder auf mich geht. In den letzten Rennen habe ich immerhin keine abgekriegt. So, wir sind auf 9. Ich würde sagen, das chain ich mal alles ins Double da oben. Oder auch nicht, weil die Leute zu 8 anhalten. Weil das anscheinend ein Hardbagger ist. Ja. Okay, 10 Coins, 6 da. Das passt. Da bin ich jetzt erst gar nicht auf den Jump gegangen. Da liegen Ground Shrooms für Jack. Oh, Jack. Ah, Jack ist anscheinend nicht gedodged diesmal, aber gut, kann ich auch nicht jedes Rennen dodgen. Feuer. Ja, ja. Smart, wirklich.
Ein use ich. Ja, er used ihn da. Warum used er da seinen Bill, Mann? Warum? Was ist denn... Ja, ich hab geredet. Auf 10. Mama. Ich hätte vielleicht einfach mein Feuer halten sollen, aber... Mein Gott, ey. Was macht diese Lobby mit mir? Ich bin einfach LVP. Okay, war anscheinend die Crazy 8 von Jack, aber mei. Ist auch egal. Keine Box. So, das ist ein sehr starkes Item, was ich habe. Room Greens ist immer... Kommt mies gefährlich. Und ich schwimme jetzt ins Pack rein. Kommt her, Jungs. Ich habe den High Ground. Und der Typ wirft nur nach vorne, weil er irgendwie, keine Ahnung, ganz versteht, wie das Game funktioniert, aber... Du komm. Bisschen Angst vor der. Ich hoffe mal nicht, dass eine zweite kommt, sonst habe ich meinen Schuh jetzt weggeschmissen. Double hätte ich vielleicht auch nehmen sollen. Aber der hinter mir hat eine Nana und der hat gar nichts mehr, weil ihm die Red weggeredet wurde. Passt. Haben die hinter mir alle keine Items, hinten wurden alle TS. Okay, das ist, glaube ich, das war, glaube ich, ein sehr guter Schock für mich, holy shit. Ich hol ein Single Horn aus dem Single Set, Digga. Wer bin ich? Hobby? Und eine Protection dahinter. Das hat der Junge, meine Güte, ich sehe den nicht, weil der leckt wie Arsch. Okay. Bin red. Wahrscheinlich Last Set kommen, der wird probieren, mich zu Double Rennen. Er hat noch eine. Fuck. Ich hatte noch eine. Und ich fahre an die falsche Stelle, sodass ich runtergeredet werde. Meine Güte, 3 Reds pullt er. Mama. Und ich dachte, ich wäre lucky. Ich dachte, ich wäre lucky. Warte mal, also, ich hätte die erste mit Air dodgen können. Die zweite hätte mich gehittet, die dritte hätte mich nicht mehr gehittet und ich hätte einen Trail gehabt. Ja, GG's mate, thank you. Habe ich ihm geschrieben. Jo. Was soll ich sagen? So kann es auch mal laufen. Wir sind probably wieder in Silver 1, aber so ist das. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt. Und Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Also bis dann, Granino, habt einen wunderschönen Tag.